Hallo, ich bin ein Hotdog. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fall Guys. Junge, wo fliegst du denn hin? Nach China oder warum dauert das so lange, der Flug? Überwinde die Hindernisse und renne zur Ziellinie. Okay, mach ich. Da die Season in ca. 19 Tagen von dem Zeitraum, wo ich jetzt aufnehme, um ist und ich jetzt fast Level 25 erst bin, muss ich noch ein bisschen leveln, wenn ich den ganzen Battle Pass freischalten möchte. Ich habe mir dieses hier tolle Hotdog-Outfit schon mal freigeschalten. Und das habe ich gesehen, dass man das auch machen kann. Warum man das anmachen sollte, weiß ich jedoch nicht. Hallo, was soll denn der Scheiß? Das ist Sabotage. Oh, komm, danke. So, einmal zack. Und... Junge, ich habe das Spiel... Oh, lol. Seit wann bist du denn da? Ich habe Fall Guys in der letzten Zeit nicht so aktiv gespielt. Hallo! Ey! Was ist das denn für ein... Das Mobbing. Das Mobbing, was ist denn das? Ich bin schon mal eine Minute nur von diesem Teil weggeschleudert worden. Die ganze Zeit. Und einmal wäre ich sogar, wenn dort keine Barrieren wären, ins... Ja, wahrscheinlich immer, wenn ich komme, muss natürlich wieder ausschlagen. Hopp. Komm, Brötchen. Bist doch noch warm. Also ich muss echt sagen, es ist schön, mal viele Skins zu sehen, anstatt immer nur dieselben. Ich hab den Shop jetzt... Junge, was war das denn? Willst du mich komplett verarschen? Das habe ich ja noch nie gesehen. Wie frech sind die Leute denn geworden, wo ich hier einfach nicht gespielt habe? Das ist ja richtig fies. Und Junge, was ist mit dir los? Habt ihr das gesehen? Ich glaube, der hat ein paar Knochen gebrochen im Rücken. Oh nein. Oh nein, das ist der Grund, warum Menschen Leuten nicht mehr vertrauen. Wegen diesen asozialen Leuten. Und tschüss, ihr Loser. Und auf Wiedersehen und ab in die nächste Runde. Jo, was ist das denn da? Fliegt ein... Jo, die haben den Mond einfach eingebaut in das Spiel. Wie, hä? Also, ich habe mitbekommen, dass es ein Update gab und in manchen Spielmodi eine Veränderung gab. Aber wieso hängt denn da ein Mond? Hey, der ist doch jetzt nicht da. Okay, jetzt... Ja. Was ist das denn für eine Frechheit? Ich muss echt sagen, das grenzt hier echt schon an Mobbing. Ich wurde jetzt hier zum zweiten Mal einfach so... Ich wurde ja nicht mal, glaube ich, absichtlich runtergeschubst. Und wenn doch, war es die ekelhafteste Aktion, die mir bis jetzt mit passiert ist. Jo, habe ich gerade ein Salto gemacht. Während ich nicht... Ach Gott, Mann. Während ich nicht gespielt habe, haben sich die Leute alles ausgedacht, nur um die Leute abzufacken. Was sind denn das hier einfach für Leute und Menschen geworden? Nein, 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 ich will auch noch rüber. Yo, ich bin ein freaking Genie. Qualifiziert und da steht wieder jemand vom Ziel. Also, hä? Was war da? Was ist denn mit dir? Jo, der hat, glaube ich, zu viel gegessen, so wie der Bauch schwabbelt. Also, das ist ja ja sehr komisch gewesen. Aber na gut, wir haben schon mal die erste Runde. Oh, da ist dieser neue Katzenskin. Ich habe auch gehört, oder mal schon, ich habe, glaube ich, den schon mal in der Runde gesehen. Es soll so einen Bananenskin geben. Den möchte ich haben. Den möchte ich wirklich haben. Und ja, meine Krone habe ich für dieses Tomatenkostüm ausgegeben. Und deshalb habe ich keine Kronen mehr, weil ich noch nie in dem Spiel gewonnen habe. Fliege mit deinen Cheats über die Brücken ins Ziel. Schade, ich habe leider keinen Cheat an. Aber ich habe mir mal letztens ein Video angeguckt, warum es so einfach ist, in Fall Guys zu cheaten. Wenn euch das interessiert, dann schaut gerne mal in die Beschreibung vorbei. Dort werde ich mal das Video verlinken. Hat auf jeden Fall was mit dem Internet zu tun, so viel kann ich euch verraten. Aber Näheres gibt es dann im Video. Ich weiß auch gerade gar nicht mehr, von wem ich mir das Video angesehen habe. Ich glaube, es war das erste Video, das ich mir auf dem Kanal mal angesehen habe. Aber echt ein schönes Video. Gut erklärt, also verlinke ich euch mal in der Beschreibung, falls ihr das mal sehen wollt. Und das ist echt
Also. Jo, dass die. Hallo, was soll denn das hier schon wieder werden? Hört doch mal auf, mich die ganze Zeit hier zu bekrapschen. Lass doch mal die Pforten bei euch. Meine Güte. Nein, 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 ich würde. Och, Mann. Hallo, Hühnchen. Danke. So. Bitte. Ja, danke. Und. Oh, WTF, das ging. Als ich heute mal zur Abwechslung mal mit beim Einkaufen war. Und da ich ja gerade in der Berufsschule bin und Ausbildung mache. Und ja, nicht in der Berufsschule, da zur in die Mensa irgendwas essen gehe, weil ich ein freaking Genie bin, um 4 Euro zu. Och, das hätte ich ihm jetzt so gegönnt, wenn er gestorben wäre. Ganz im Ernst. Das hätte ich ihm so gegönnt. In der Mensa kostet das Essen, wie gesagt, halt 4 Euro, glaube ich, so pro Tag. Und da ich mir das sparen möchte, jeden Tag. Und damit 5-mal in der Woche, das sind, glaube ich, 20 Euro, wenn ich rechnen kann. 20 Euro in der Woche brauche ich jetzt nicht nochmal extra ausgeben. Und deswegen kauft meine Mutter gleich was bei für mich mit ein. Kann ich mir dann nachher warm machen. Und heute war ich mal zur Abwechslung mit, weil ich aktuell meinen Moped-Führerschein mache. So, Melone, Banane. Okay. Banane, Melone. Okay, Moment. Okay, ja. Banane, hier. Bitte, hier drauf. Da ich ja gerade mein Moped-Führerschein war, bin ich heute mal mitgekommen. Ey, was bist du denn? Was seid ihr denn für eklige Spieler? Hau ab. Hau ab, ich will dich nicht mehr sehen. Melone, Traube. Melone, Traube, Apfel. 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 Ah, ich bin richtig. Sehr schön. Ey, nicht schon wieder, du. Bitte, ich halte dich fest. Dann kannst du nicht runtergeworfen werden, glaube ich. Da ich ja gerade mein Moped für Schein mache, bin ich heute mal wegen Zeug. Man braucht ja auch was, um mit Moped zu fahren, Ausrüstung und so. Da bin ich heute mal mitgekommen. Ich habe mir übrigens gar nichts gemerkt. Aber ich denke mal, hier ist schon mal richtig. Dankeschön. Ja, damit man das fahren kann, beziehungsweise fahren darf, dann bin ich heute mit zum Einkaufen gegangen. Gegangen wir ein bisschen weit. Weil ich bin ein Hotdog und das läuft nicht so gern. Lange Strecken. Da habe ich mir eben heute selbst mit was ausgesucht, weil ich essen will. Und als ich beim Tiefkühlregal war, ist mir sogar aufgefallen, dass die der Beyond Meat haben. Und das wäre mir an die Scheiße egal gewesen, weil ich, bevor ich umgeguckt habe, überhaupt nicht wusste, was das ist. Und da Beyond Meat soll ja so ein Fleischersatz sein. Danke. Ach nein, wie blöd war ich denn. Dankeschön. Abgezogen. Also Beyond Meat sieht ja auch wie Fleisch aus. Ist aber, glaube ich, soweit vegan. Wenn ich das richtig verstanden habe. Und da dachte ich mir, jo, hole ich mir mal alle Zutaten für einen Burger. Und mit Beyond Meat mach mir das dann am Montag warm. Also, wenn ihr das Video seht heute, aber ich nehme das hier ja immer am Wochenende, die Videos für die Woche auf. Und das war jetzt ziemlich asozial. Dankeschön. Jo, was war das denn? Habe ich hier ein Rückwärtssaldo gemacht? Dann mache ich mir das heute mal. Und dann werde ich vielleicht sogar ein Video darüber machen, wie ich mir so einen Beyond Meat Burger mache. Und dann schaue ich mal, ob das wirklich 1:1 wie Fleisch schmeckt. Weil früher, wo ich in meiner normalen Schule war, nein. Nein, ja, ja. Oh, das war knapp. Der wird sich jetzt sein, ich weiß nicht, wie lange seine Tastatur oder Controller noch nehmen wird. Aber ist ja auch egal. Da werde ich mal ein Video machen. Weil in meiner alten Schule gab es bei diesem Lieferdienst, wo ich immer essen war und einem Schülerclub, da gab es irgendwie fast jeden Tag Fleisch und deswegen weiß ich schon, ey, da habe ich echt alles durchgefressen.
Weil es auch jeden Tag, fast jeden Tag gefühlt Nudeln gab. Oh Junge, irgendwann kann man diese Nudeln auch irgendwann nicht mehr sehen. Inzwischen finde ich auch Nudeln echt. Also Nudeln esse ich inzwischen nicht mehr gern, nur noch einzelnes. Nudeln finde ich einfach nicht mehr so, ja, genießbar wie früher, weil es so oft gibt und da habe ich irgendwann auch gar keinen Bock mehr darauf. So, jetzt sind wir hier schon im Finale. Und da werde ich mal schauen, weil ich ja an sich schon sehr viel Fleisch gegessen habe. Inzwischen ist ein bisschen runtergeregelt, aber trotzdem hat mich das schon interessiert, wo ich es gesehen habe. Ja, packe ich mir mal vier Dinge rein, mache mir da mal so vier Beer and Meat Burger. Und dann schaue ich mal, ob das wirklich, wie gesagt, nach Fleisch schmecken soll, obwohl es nur pflanzlich ist. Da bin ich echt mal gespannt. Und. Jo, nein! Nein, hallo, das macht ihr bitte jetzt hier. Nein! Mann! Könnt ihr mal aufhören hier? Nein, 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 nein. Nein, 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 das war jetzt ziemlich blöd. Aber wenn die hier alle auf einmal rumstehen, dann ist das echt schwierig, hier noch zu überleben. Ah ja, gut, dann würde ich sagen, war es das vom heutigen Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da. Ich habe das Hühnchen freigeschaltet. Ja, ganz super. Und dann sehen wir uns übermorgen 15 Uhr zu einem weiteren Video auf dem Kanal. Haut rein und ciao, Leute.